Da könnte ich mich glatt drauflegen. So schön, die Sonne. Ja, das ist genau das, was man braucht, wenn man morgens irgendwie aus dem Bett fliegt. ja, nur so ein bisschen halb verpennt, aber ich denke, das wird sich gleich ganz gut geben. Ihr kennt mich ja. Ich bin auf jeden Fall hierher gekommen, um mir was Gutes zu tun. Und auch ein Video nachzuholen, was ich eigentlich schon vorhatte, gestern Mittag zu drehen. Soweit kam es da nicht. Ja, das Leben hat mit einem dann auch gerne mal andere Pläne und dann war das nun so. Und jetzt hat sich das heute ergeben. Ja, wir haben morgens roundabout 9 Uhr. Wie ihr sehen könnt, seht ihr was, was ihr noch nicht gesehen habt. Das möchte ich euch auf jeden Fall in diesem Video auch zeigen. Aber im Großen und Ganzen geht es heute darum, einen schönen Gartenrundgang zu machen, euch die Permakultur in diesem Garten zu zeigen und darüber hinaus auch zu zeigen, oder ist ja eigentlich integriert in der Permakultur, zu zeigen, ja, was hier so mit Sachen aus dem Sperrmüll angestellt wird, beziehungsweise mit Sachen, die andere wegwerfen. Da hat ja so einiges die letzte Zeit zu mir gefunden oder zu uns. Ich muss mich noch umgewöhnen aus diesem Ich zum Wir. Also ich sehe es ja so, aber wenn ich meine Videos spreche, ist da doch so ein kleiner Automatismus drin. Automatismus? Was ist das richtige Wort? Ach, spielt keine Rolle. Also, Gartenrundgang, ich zeige euch alles. Es hat sich ordentlich was getan. Also ich freue mich riesig drauf, euch das zeigen zu können. Ja, dann flanieren wir dabei natürlich durch den Garten und dann werde ich euch zeigen, was so wächst. Und diese Geschichte und noch eine Geschichte da hinten, zwei riesengroße Projekte haben uns ja doch schon so ein, zwei Tage jeweils gekostet. Also dies hier auf jeden Fall so 1,5 bis 2. Und das andere, ja, war eine Geschichte von auch 5, 6 Stunden waren wir dabei. Ne, Flo? Ich weiß das gar nicht mehr. Es wird super spannend. Es ist eine riesen Vorfreude da. Ah, jetzt kommt das auch so hoch. Ne? Es ist Müdigkeit und weg, ab im Garten. Irgendwie was Neues probieren, etwas tun, was einem gut tut. Das ist einmal das Video drehen. Und natürlich, wenn ich im Garten bin und das hier alles so erlebe und euch dann mit dabei habe. Ja, das tut so oder so gut. Hört selbst, das Wetter ist ja, gut, das könnt ihr nicht hören, aber das Wetter ist wunderschön. Man hört wieder jede Menge Vögel hier. Hier liefen auch schon die ein oder anderen Besucher vorbei, haben Hallo gesagt. Und ja, besser kann es eigentlich nicht starten. So, lang genug rumpalabert. Ich möchte euch einladen, mitzukommen. Jetzt geht's los. Permakultur-Gartenrundgang. Ja, und wo möchte ich loslegen? Hier vorne, um das gleich mal abzufrühstücken. Ach, in dem Sinne kann ich doch gleich mal dabei gehen. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen Grünkohl. Ach, wie schön, die können wir futtern. Ja, da haben wir ja viele gute noch. Das hier sieht super gut aus. Das nehmen wir noch mal. Ach, was schön. Ja, das sieht noch richtig gut aus. Das werde ich jetzt einmal naschen. Kann ich jedem nur empfehlen, dieses Rohköstliche. Da steckt noch so viel drin. Wenn es durch die Pfanne geht oder durch den Topf, da geht so viel verloren. Aber so steckt da richtig Power drin. Grünkohl aus dem letzten Jahr. Nasch mal zu Ende. Stängel werfe ich auf den Kompost. Manchmal sind sie ein bisschen bitter. Das umgehe ich. So, hier vorne, das wollte ich einmal abfrühstücken. Und das mache ich ganz schnell. Kiholbeet unverändert, 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 unverändert. Da haben wir ein bisschen was weggenommen. Natürlich da und andere Geschichtchen. Und ansonsten, hier vorne gibt es nichts zu zeigen. Das können wir schon einmal abhaken. Wobei, da habe ich es mir ein bisschen zu einfach gemacht. Eine Sache möchte ich hier vorne noch zeigen. Und zwar kommt hier schon Liebstöckel. Ja, auch super lecker. Ach, kann, wisst ihr was? Da kann ich auch immer noch mal ein Blatt naschen. Lecker, lecker. Schön. Wächst und gedeiht alles. Die 6 Monate Aufholung gehen so Step by Step. Das kann man auf jeden Fall im Garten sehen. Im Vorderen noch nicht, aber habe ja auch dieses Mal gesagt, auf jeden Fall hinten die Basis schaffen und von dort aus alles andere steuern und auf jeden Fall da die Energien reinstecken. Das klappt diesmal sehr gut, das gefällt mir auch sehr gut. Wenn man mal in einer eigenen Hütte, also im eigenen kleinen Bereich, dann nicht so gerade vor ist, dann kann das andere auch nicht klappen. Ist so eine Grundordnung, habe ich auf jeden Fall für mich so entdeckt dieses Jahr. Habe mich immer viel zu sehr zurückgestellt. Ja,
Aber das ist jetzt die Basis der ganzen Sache. Aber ich möchte euch jetzt einmal zeigen, wie es weitergeht. Ja, hier vorne, das haben wir ja soweit als für die Blumen fertig gemacht, vorbereitet. Da kommen auch schon ein paar Sachen, wie ich sehe. Aber jetzt nicht so interessant. Hier haben wir ja noch die Erdbeeren. Da kann ich einmal sagen, zwischendurch und zwischendrin, also in der Mischkultur mit Zwiebeln, die habe ich zwischendurch auch gesetzt. Ja, das habe ich ja alles schon mal gezeigt im Gartenrundgang. Fortschritt gibt es auch hier. Hier haben wir nochmal Maggi-Kraut. Einmal zum Zeigen kurz. So, und zeigenswert ist auf jeden Fall auch nochmal das Beet von Flo. Hier vorne ist ein bisschen was raufgekommen. Bisschen was aus dem Stall, nicht ganz so scharf. Und drüber wieder Stroh, Mulchmaterial oder wie auch immer, das, was zur Verfügung steht. Gräser. Ja, und hier hat der liebe Flo ja die dicken Bohnen rein. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, kommt da einiges. Zwei sind zu sehen. Ich weiß nicht, ob das kleine da auch eine wird. Aber hier, ja, kommt. Sehr zufrieden. Denn wenn wir von oben nochmal schauen, haben wir hier auch Erdbeeren. Ich glaube, so 4 Pflänzchen haben wir gezählt, ne Flo? Die haben den Platz auch super angenommen. Das ist jetzt nun so ein Bereich, da Querke, hier. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal bei, sonst nimmt das nachher Überhand. Ja, ein bisschen drauf schauen ist ganz wichtig. Ja, sieht auf jeden Fall schon gut aus. Rhabarber, wie ihr sehen könnt, super schick, läuft. Gleiches Prinzip wie bei Flo, auch mit dem bisschen schärferen Zeug da drunter, aber jetzt nicht richtig scharf. Das reicht auf jeden Fall, dass es die Pflanze nicht irgendwie angreift, zu scharf ist. Vielleicht mal von dieser Seite probieren. Also sieht soweit auf jeden Fall gut aus. Steht gut im Storf und auf jeden Fall mehr rote Farbe zu erkennen. Letztes Jahr habe ich auf jeden Fall erkannt, dass die deutlich grüner waren als andere, die ich so irgendwo anders gesehen habe. Habe mir dann aber in den Kommentaren sagen lassen, es gibt halt verschiedene Sorten, grün, rot, spielt keine Rolle. Und demnach waren sie nachher in grün super, super lecker. Diese sind jetzt dieses Jahr irgendwie ein bisschen roter. Bin auf jeden Fall gespannt, was dann daraus wird. Ja. Den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Bei diesem Hochbeet gibt es natürlich noch andere Sachen zu bestaunen. So aus den letzten Jahren, aber jetzt hat sich hier auf jeden Fall Gras, Quäke, wie auch immer, ist irgendein spezielles Gras, breit gemacht. Dahinter haben wir eigentlich noch den Knoblauchschnittlauch. Und das, was hier kommt, ist Blutampfer. Bei der Geschichte war ich immer super vorsichtig. Oh, die Sonne tut gut. Super vorsichtig, aber muss sagen, ein bisschen mehr kann ich mir da jetzt schon zutrauen, da freue ich mich. Habe ich die letzten Jahre sehr, sehr vorsichtig behandelt, weil es ja auch was mit Blut anstellt, heißt nicht ohne Grund Blutampfer. Aber die Menge macht das Gift. Wie gesagt, da draußen seid immer vorsichtig mit den Sachen. Geht da in die Eigenverantwortung, recherchiert. Also das liegt an euch, befasst euch damit und nicht irgendwas essen, was ihr nicht kennt oder irgendwo mal ein Video kurz gehört habt. Ich persönlich finde das sehr, sehr wichtig, da tiefer reinzugehen und sich nachher dann soweit sicher zu sein, dass man weiß, was man tut, so einigermaßen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. So, und wir werden jetzt einmal an das erste tolle Exemplar kommen. Das ist hier, ein neues Beet. Guckt euch das an. Das neue Beet an sich kennt ihr schon, aber das neue Beet hat auch noch ein Dach gekriegt. Ja, ich finde, das macht so richtig was her. Wir haben hier auf jeden Fall ein schönes, robustes Gestell gebaut. Aus Holz, was wir so rangekarrt haben oder was irgendwo über war oder Weide oder wie auch immer. Und haben das Ganze festgeschraubt an einer oder anderen Stelle nochmal so ein bisschen mit den Bändern gearbeitet. Ja, und die Mission war, hier oben ein Dach aufzukriegen. Darunter sollen Tomaten hin. Das Dach musste jetzt nicht ganz so groß. Sind im Grunde genommen 2 Platten. Und bevor jemand da draußen sagt, oh, das sieht nach Asbest aus, kein Asbest drin, alles gut mit. Vorher natürlich abgecheckt und geprüft. Damit ist alles in Ordnung. So, und ich habe gesagt, da kommen Tomaten rein, habe ich Stabtomaten gesagt. Ich glaube, es waren Stabtomaten, was ich gerade gesagt habe. Hier kommen auf jeden Fall Buschtomaten rein, so 4-5. Mal gucken, so wie der Platz das nachher hergibt, wie sich das gut anfühlt. Und alles andere drumherum und so, das wird sich dann ergeben. Mischkulturmäßig darf da auf jeden Fall auch was rein. Vielleicht Kohlrabi, vielleicht Salat, vielleicht irgendwelche Kräuter. Ja, das, was da so zu uns findet. Ja, macht schon was her, oder? Und jetzt werde ich euch noch mehr Details zeigen. Da es eine Konstruktion war, die nicht wackeln sollte, haben wir hier so Querstreben rein, einmal auf der Seite
und noch einmal auf der Seite zu sehen. Also einmal so, einmal so. So, und das gleiche haben wir hinten gemacht. Da kann man auch wunderbar erkennen. Ja, und vieles ist hier aus Sachen, die ja nicht weggeschmissen werden wollten. So ein bisschen teilweise rumlagen hier eine Zeit und ja, das handelt sich einmal hier rum, einmal hier rum, einmal hier, hier eine Obstkiste, altes Holz und so weiter und so fort. Hier von irgendwelchen komischen Sträuchern, Hecken ist das irgendwie Holz, auf jeden Fall so Gartenbegrenzung. Habe ich mal bekommen, ich glaube vor 3 Jahren, richtig stabiles, hartes Holz bis heute, auch wenn es in der Erde gesteckt hat. Ja, dieses kleine Gießkännchen, das habe ich ja auch mal am Straßenrand gefunden. Ich finde es nach wie vor so schön, das musste hier hin. Ja, das hängt hier ein bisschen zur Deko. Ich denke, hier können wir sowieso noch ein bisschen was machen für die Insekten, ein bisschen Holz zusammenbinden oder so. Vielleicht finden wir das da mit rein. Und dann nicht zu vernachlässigen, haben wir noch eine Steinpyramide untergebracht. Ein wunderbarer Ort für Insekten. Wir haben das gestapelt wie auch sonst im Garten. Pyramide, einfach freie Schnauze bauen, Hauptsache stabil. In der Mitte könnt ihr ganz wunderbar Sachen loswerden, die ihr sonst, bauschuttmäßig entsorgen würdet. Auch die Steine an sich sind ja nun alt und so. Man könnte die auch wegbringen zum Bauhof und ja, weg dafür. Aber ich nutze das, was ich im Garten habe oder was irgendwie zu mir findet und zauber da noch was draus. Jetzt bin ich schon wieder beim Ich. Es ist ein Wir. Also das haben Flo und ich zusammen gemacht. Das war so ein ungefähr 5-Stunden-Ding. Super kreativ, Zeit vergessen, alles um uns herum vergessen. Es war so eine schöne Zeit. So viel kreative Energie. Und dann kommt man nach Hause und kommt erstmal mit diesen ganzen Ereignissen hier im Garten gar nicht klar, weil das so im Fluss war. Also schon fast über, das behalte ich jetzt für mich. Ja, so sieht das aus. Ich finde, gelungen, richtig schön stabil, Dach ist drauf. Details, kann ich noch irgendwelche Details zeigen? Nee, ich denke, das ist ganz gut aufgestellt jetzt. So. Ja, hier gibt es einiges zu sehen. Ich frage mich, ob ich euch das zeige oder ob ich das wann anders mache. Nö, das könnte ich eigentlich einmal kurz zeigen. Mann, das Wetter ist so schön. Das habe ich heute Morgen echt gebraucht. Das war ein doofer Start im Tag. Gestern hatte ich auch so einen doofen. Mittags dann nochmal irgendwie, Rest des Tages alles nicht so toll und ein paar Nächte nicht so gut geschlafen, heute Morgen wieder aus dem Bett geschmissen worden und das ist immer nicht so der beste Start in den Tag, aber jetzt wo ich hier bin, das hält sich alles auf, das ist einfach nur schön. So, hier geht's rein. Ja, da sind super viele kleine Pflanzen. Ich weiß nicht, was hier alles drin ist. Eigentlich habe ich schöne Streifen gemacht mit Möhrchen, mit Spinat. Also hier die 2 Reihen Möhrchen zwischen Knoblauch und hier 2 Spinat. Hier auch zwischendrin Möhrchen. Hier kann man das aber schon eher sehen. Hier haben wir so eine kleine schöne Reihe. Hier ist es eindeutig. Jetzt sind wir nochmal im linken Beet. Hier kann man auch ein bisschen was sehen. Hier ein bisschen, aber es ist alles verteilt. Es ist überall irgendwie grün zwischen. Aber so richtig Spinat und Möhrchen kann man nicht auseinanderscheiden, außer diese kleinen Spuren, die da waren. Hatte ja auch noch was vergessen, irgendwie im anderen Gartenrundgang. Ich habe hier vorne eine Stelle gehabt, wo ich Salat ausgesät habe. Einfach so zur Anzucht. Und danach kam die Idee mit dem, mit dem Möhrchen und mit dem Knoblauch und habe den Salat völlig vergessen. Es kann sein, dass das alles Salat ist. Weiß es nicht. Ein bisschen aufgearbeitet habe ich die Erde ja auch. Bin dazwischen drin mal durchgegangen. Vielleicht ist es auch zu viel von dem Saatgut verteilt. Ich würde sagen, einfach weiter Geduld haben und nachher ausdünnen, so wie das beliebt. Und zur Not sehen wir dann halt nochmal nach. Gut, abgehakt. Jetzt können wir noch mal ein bisschen weiter gucken und genießen. Aber wisst ihr was? Hier wäre ich fast vorbeigegangen. Das ist ja auf jeden Fall zeigenswert hier, wie das jetzt gerade mit dem Apfelbaum aussieht. Nach wie vor, ich erfreue mich riesig an dem Bauschnitt. Ich habe ihn freischnauze gemacht, ein bisschen wilder, nicht so nach dem Standard. Ich habe irgendwie die letzten Jahre probiert, nach dem, was ich über Fachvideos gelernt habe, das hier anzuwenden. Das hat nicht funktioniert. Keine Ahnung, irgendwie muss das anders in anderen Energien bei mir funktionieren. Und irgendwie habe ich dieses Jahr ein ganz gutes Gefühl. Und bei dem, was ich hier so sehe, ja, bestätigt sich mein Eindruck. Überall was zu sehen, kann man wunderbar sehen. Na, eine Elster im Hintergrund. Die besuchen mich auch oft. Krafttiere, Fragezeichen. Noch eine hinterher. Hui. Ich glaube, die könnt ihr gar nicht sehen, weil ich viel zu viel Weitwinkel drin habe. Ja, aber nicht so wichtig. Also der Baum steht gut da. Hat überall schöne Stellen.
Also da freue ich mich ganz besonders drauf, dann nachher Äpfel ernten zu dürfen. Ja, wenn ich dann darf. Das Wetter kann so viele Striche durch die Rechnung machen. Der April macht, was er will. Ne? Ihr wisst das, Frost und so weiter. Das kann bei Blüten richtig böse sein. Aber wir wollen mal bei den guten Dingen bleiben. Und die Natur findet immer irgendwie ihren Weg. Und deswegen vertraue ich da meinem Garten. Und wenn es dieses Jahr auch nicht sein soll, dann soll es dieses Jahr auch nicht sein. Also die beste Apfelernte war bisher ganz am Anfang, wo ich herkam, nichts gemacht habe, wo das Ding voll war mit Wassertrieben und riesengroß und da hing nachher alles voll Äpfel. Er hat den Apfelbaum in Ruhe gelassen, er hat selber gemacht und schon kamen so viele Äpfel rum. Wunderschöne Sache. Ja, und wir glauben da irgendwie immer dran rumschnippeln zu wollen. Ja, bisher hat das mit dem Ergebnis noch nicht geklappt, aber ja, diesmal gibt es ein bisschen mehr Hoffnung. Bisschen mehr hoffnungsvolle Stimmung. Also wir bleiben beim Positiven, ziehen das mal an. So, jetzt kommt eigentlich das angekündigte Highlight, ein weiteres. Ja, einmal vorne, wo ich gerade das Video begonnen habe. Danach geht es nochmal da hinten in die Ecke, da hat sich auch ein bisschen was getan. Und nicht so riesengroß, aber auf jeden Fall gibt es da was zu zeigen. Aber wir wollen jetzt hier erstmal zu dem Geschichtchen hin. Und das, ja, da waren Flo und ich, vorgestern waren wir dabei. Ja, das hat riesen Spaß gemacht. Da war ich einmal einen Tag alleine bei, habe dieses Gestell darunter gebaut. Hier sieht man auch noch Nägel. Da sollte das eigentlich aufgehangen werden. Hat nicht so gut funktioniert, weil ich das Brett falsch rum eingebaut habe. Das ist eine geschmiedete Sache. Da sind die Löcher bei beiden unterschiedlich. Also wir haben zwei davon, das zeige ich gleich auch noch. Ja, und dann hat das natürlich überhaupt nicht mehr übereingestimmt. Beim Versuch, es mal andersrum reinzuhängen, habe ich gemerkt, viel zu schwer. Also es sollte einfach nicht sein. Das war dann das Grundgestell. Habe ich ein paar Stunden mit verbracht, Sachen zurechtsägen, Sachen raussuchen, ja, ein bisschen recyceln, um Schrauben zu gewinnen. Schrauben ist bei mir ein Megamangel. Die sind jetzt nahezu alle. Und das wird, glaube ich, auch erstmal so bleiben. Aber wer weiß, vielleicht hat irgendwer noch irgendwo Schrauben rumliegen in meinem Umfeld und da gibt sich irgendwie noch was. Also Kreuzschlitzschrauben habe ich auch da, aber ganz viel schlechte Erfahrungen gemacht, weil es knaddelt gerne mal über, wenn Werkzeug nicht so toll ist und so, wenn man jetzt nicht so das Hightech-Werkzeug hat. Und demnach Kreuzschlitz möchte ich nicht anwenden, die ist übergeknaddelt und so, wenn man auch mal was nachher wieder auseinanderbauen möchte. Keine gute Sache, ich arbeite da nur noch mit Torx, kann euch das da draußen auch empfehlen. Aber ist ja soweit auch Standard geworden. Jo, soll ich mal zeigen, was hier los ist? Ja, also hiernach geht es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich bin doch noch mal über ein, zwei Sachen gestolpert, die ich total vergessen habe. Ist ja nicht nur so, dass ich auf YouTube aktiv bin. Ich bin ja auch auf Odyssey, ja. Wobei YouTube automatisch auf Odyssey landet, da mache ich jetzt nichts extra. Instagram ab und zu mal, wenn ich Lust habe, aber wirklich aktiv bin ich nicht. Letztens habe ich es auch wieder deinstalliert. Ja, und TikTok, da bin ich auch eine Weile. Und da habe ich ein Video gedreht und ich dachte, das wäre schon abgehakt. Da kommt man ein bisschen durcheinander, muss man mal aufpassen. Aber es ist mir zum Glück wieder eingefallen. So, das Teil ist jetzt dran. Hier oben, richtig schön. Oh, das sollte ich nicht zu doll machen, weil es nicht bearbeitet. Daher hole ich mir hier noch was rein. Da seht ihr ein Brett, was eigentlich in Müll sollte. Das ist von einem alten Zaun. Davon habe ich auch noch ein paar mehr gekriegt. Das zeige ich euch gleich auch noch. Oder haben wir noch ein paar mehr gekriegt? Oh, dieses Umgewöhnen, ey, das ist voll schwierig. Ja, ich genieße das Wir total hier. Ne? Das kommt immer komisch rüber, wenn ich hier im Ich-Modus bleibe. Aber es ist schon so, das Gartending, das wächst, sodass ich hier nicht mehr alleine so aktiv bin. Den Sven hatte ich ab und zu mal zur Hilfe in der Vergangenheit, die ersten Jahre. Wer war denn noch da? Hobby vergessen. Auch nicht so wichtig. Also Flo war auch mal letztes Jahr und dieses Jahr ist er noch mehr eingestiegen. Das freut mich ganz, ganz besonders. Ohne ihn wäre das hier auch echt nicht möglich. Ich bin unfassbar dankbar. Er sieht ja jetzt gerade zu. Ja, auch Sven. Mit ihm habe ich da Sachen geholt, die ich euch gleich noch zeige. So, ich schweife schon wieder ab. Uiui. Erstmal sollt ihr das ein bisschen nochmal begutachten können. Hier habe ich vorhin Hallo gesagt, nur andersrum. Ja, ihr könnt sehen, vorne haben wir einmal angefangen mit dem Untergestell, da war ich ja so bei. Ja, da sollte das so schon dranhängen, wurde aber alles noch viel besser. Das Gestell ist auch richtig tief drin, ich weiß nicht, 70, 80 Zentimeter oder so, wenn nicht sogar noch mehr. War schon ein Stückchen, ja.
Und ja, hier zwei weitere Zaunelemente drin. Ich finde, optisch sieht das super genial aus. Ich mag das, wenn hier so die Kanten alle nicht gerade und schier sind, sondern wenn das so ist, wie das hier zu sehen ist. Ja, und davon hatte ich ja mal zwei Geschenke gekriegt. Die sollten auch bei wem weg. Auch so froh, das ergattert zu haben. Zwei Stück standen jetzt eine Weile, sind endlich untergekommen. Also eins, zwei, die sind auch nicht hundertprozentig gleich. Daran merkt man auch, dass es geschmiedet ist. Die gleichen sich nicht direkt, sondern haben überall so signifikante Unterschiede. Optisch wirken die aber ziemlich gleich natürlich. So, was haben wir hier noch gemacht? Hier ist natürlich noch deutlich mehr passiert. Bisschen was Symmetrisches, asymmetrisch-symmetrisches. Aber da gibt es ja natürlich noch deutlich mehr. Einmal hier unten gibt es was zu sehen. Hier haben wir ja auch verschiedenste Stöcker, bisschen kreuz und quer. Dabei haben wir uns natürlich was gedacht. Wir hatten hier vorher, was hatten wir drin? Dicke Bohnen, Erbsen, sowas ist hier in der Ecke immer reingekommen. Und die Erbsen wollen wir auch wieder dieses Jahr haben. Jetzt kriegen wir ein kleines Flugzeug im Hintergrund. Ja, ist so, gehört dazu. Ich mache das ja auch mit Sterrgeräuschen mal, auch wenn es mich das ein oder andere mal aus dem Konzept bringt, wenn es dann so laut ist, dass das echt nervt. Und wir dachten dann gerade halt Erbsen unten. Einmal hier schön. Jo. Dann noch ein paar Deko-Elemente, die haben da auch so von alleine hingefunden, festgemacht. Ich denke, das Ding ist auch noch nicht fertig, da kommt noch was. Aber nicht mehr so viel. Und zwar geht es ja natürlich noch um die Kästen. Was machen wir damit? Was kommt da rein? Hier haben wir ja Schatten. Ja, und hier haben wir eine Geschichte. Da ist richtig schön viel Sonne und ich finde, die Richtung passt auch ganz gut. Da habe ich mir auf jeden Fall schon was überlegt. Hab dann nämlich Holz im Bunker schon eine Weile von Sven gekriegt. Er hat sich mal ein Bett gebaut und so einen riesen Balken übel. Hier kam ja die Idee, irgendwie Insektenhotel-mäßig was hinzumachen. Ich glaube, das wäre ganz cool an dieser Stelle. Vor allen Dingen, weil die nach hier links dann Ruhe haben. Wer stiefelt da durch? Keiner. Bisschen in der Nähe ist schon okay. Aber ja, dann hätten die auf jeden Fall Ruhe. Die Richtung stimmt auch. Soll ja so ein bisschen aus der Richtung kommen. So Anflugschneise, sag ich mal. Da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ja, wird schön. Das hat Spaß gemacht, ne, Flo? Also so ein kreativer Prozess, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich auch freuen würde, wenn wir sowas mal wieder begleiten. Mir kam auch schon die Idee, wie ich das umsetzen könnte. Ich habe da so ein Projekt vielleicht. Vielleicht wird das mal etwas, was man begleiten kann. Da geht es um ein Vogelfutterhaus. Also ein Futter, hier so ein, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, da spinnt sich in meinem Kopf schon was zurecht mit den Sachen, die so da sind. Scheitern tut das Ganze an den Schrauben, merke ich gerade wieder. Da wird man dran erinnern. Keine Schrauben. Kann man auch nichts machen. Also und ohne Moos nichts los. Und ihr wisst selber, was gerade finanziell überall abgeht. Ja, hoffe mal, dass irgendwer irgendwelche noch rumliegen hat. Der Flo sagte auch, er will zu Hause nochmal gucken, hat er einiges liegen. Vielleicht reicht das dann nachher auch schon aus für so ein Projekt. Also jede Menge Recyclingmaterialien, die wir da so benutzen. Sachen, die andere Leute nicht mehr wollen, um dann letztendlich hier was zu zaubern und kreativ entstehen zu lassen. Ich habe ja auch so den Bunker so ein bisschen als Kreativ-Oasen-Materiallager vorgesehen. Natürlich in Verbindung mit einem normalen Lager für die Pflanzenanzucht oder Werkzeug oder wie auch immer, also gar keine Frage, aber hauptsächlich soll es darum gehen, dass ich so links und rechts und überall so meine kreativen Ecken habe, wo ich was rausziehen kann, um dann irgendwas Schönes entstehen zu lassen, zu kreieren, zu gestalten. Macht auf jeden Fall Riesenfreude. Ja, so soll es weitergehen. Und da wir gerade beim Recycling sind und bei den Dingen, die andere Leute nicht mehr haben wollen, machen wir hier gleich weiter. Alles ja, nicht aus der Ferne, aus der Nähe rangekarrt, war aber schwer genug. Hier haben wir noch weitere Dachplatten, die da auch bei dem Tomatenbeet dabei sind. 5, was haben wir hier noch? 1, 2, 3, 4. Hier sind 9, 2 verbaut, waren also 11 Stück. Und hier gehen wir nochmal nach hinten. Haben wir noch ein Strohbein gekriegt und jede Menge Zaunelemente. Ich glaube, das ist so das Einzige, was irgendwie, ja, wo was ausgesägt ist. Wenn ich das hier mal zeige, wenn es geht. Oh, wird ein schönes Stück Holz. Auch so mit dem Loch deko-mäßig, da geht einiges. Richtig schön.
So, und dann gibt es noch eine Ecke, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was hingekommen und weggekommen und sieht auch wüst aus, das gehört dazu. Da, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ja, jetzt fällt mir noch was ein, was ich vergessen habe zu zeigen. Und bevor ich dahin komme, wo ich gerade hin wollte, ja, ich weiß, Sprung und so weiter, aber das mache ich jetzt, das ziehe ich durch. Hier ist noch ein bisschen was passiert. Die Weidenkonstruktion, die wächst und wächst und wird hier, ja, ach, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das Weidenpavillon, so haben wir es jetzt einfach mal genannt, haben ein bisschen, ich weiß gar nicht mit wem, ich glaube mit Sven habe ich ein bisschen resümiert und geguckt, wie man das so irgendwie nennen könnte. Das soll hier noch weiter zu, das macht dann die Zeit und gleichzeitig liefert die Weide ja auch richtig schön Holz. Ich meine, ich habe das im letzten Video auch erzählt. Ja, und apropos Holz, hier ist so richtig, richtig viel Krams. Auch geschenkt, ein Tank, 1000 Liter Tank, mega gut. Ja, kommt zur rechten Zeit, würde ich sagen. Und hier war halt das ganze Holz drunter, was jetzt erstmal da liegt. Ja, also wollen wir nochmal durchsortieren und gucken, was taucht und was irgendwie weg kann. Und ach, das kommt dann so zu seiner Zeit, aber so lange will ich damit nicht mehr warten. Ja, hier ein bisschen aber nur provisorisch zum Wasser auffangen. Wir haben Wassermangel, habe ich ja schon erzählt. Ich weiß jetzt nicht, hatte ich euch das gezeigt? Mensch, ich komme echt ein bisschen durcheinander. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt auf YouTube. Ja. Also Wasser auffangen, super, super wichtig. Tonne war ja fast leer. Nur so ein klein bisschen Viertel oder so war drin. Also mittlerweile sieht das so aus. Also ich finde schon deutlich besser. Wir haben auch schon ein bisschen benutzt davon. Brauchen wir auch für die Beete. Ne? Also die Geschichten hier, die sollen ja alle noch so ein bisschen durchspülen. Und ja, das haben wir überall in den Beeten. Hier auch, ne? Wasser auffangen. Alles das Gleiche. Ja, so sieht es hier aus. Ach so, diese zwei Kästen haben auch noch hierher gefunden. Da waren wir einige Touren unterwegs. Ja, wie ihr sehen könnt, überall so kleine Baustellen, überall was zu tun. Alles ist irgendwie im Gange und kreativ im Kopf unterwegs. Überall entsteht was, es wird recycelt, es wird abgecycelt. Es werden die Rohstoffe genutzt, die irgendwie hier vor Ort sind, die ich im Boden finde. Oder na, wenn ich jetzt hier so an die Steine denke. Oder Sachen, die jemand nicht haben wollte. Also ob vom Sperrmüll oder privat oder wie auch immer. Viele Sachen, die eigentlich auf dem Müll sollten, Mülldeponie und da ja sehr energetisch dann verwertet werden oder ja, ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken. Ich will jetzt lieber hier bleiben. Also entstehen so wunderschöne, tolle Sachen, wie ich finde, wenn man einfach mal das benutzt, was man hat, die Ressourcen schont und auch so ein bisschen dran denkt, wo das abbleibt, was man hat. Ja, also ich habe da selber auch noch genug zu lernen, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, bin ich da auf einem ganz guten Weg. So, ja, das soll es von hier gewesen sein, würde ich sagen. Ja, war mir eine Riesenfreude. Tat auf jeden Fall gut, heute Morgen hier zu sein. Allein die Sonnenstrahlen aufzufangen. Ah, ist das schön. Richtig, richtig, richtig schön. Ah, herrlich. Auch wenn die Wolken ein bisschen komisch aussehen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und wünsche euch einen schönen Tag. Ja, schönen guten Morgen, schönen Abend, guten Mittag, wann auch immer ihr das sehen solltet. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen entspannen, ein bisschen Inspiration tanken. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal. Ich sage vielen Dank nochmal und bin raus. Tschüss, euer Lars.